muss erst mal sehen, wie das am besten funktioniert und wie man das am besten mitbekommt. Das ist ein schöner Stuhl. Das ist so das Ding. Aber Stefanie telefoniert einfach. Ist das unangenehm? Bei dem schönen Wetter macht das doch Spaß. Hallo. Ja. So. Das passt, danke. Ich bin eigentlich auch schon sehr lange in dieser ganzen Musikbranche unterwegs, war beim Rolling Stone längere Zeit noch Redakteur, bin ich aber nicht mehr. Ich bin jetzt freier. Ich kann es vielleicht sogar, weil ich auch für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung arbeite und ich versuche es da mal auch unterzubringen. Weil Gott, Stefanie guckt sehr besorgt. Ne? Die letzte Platte war ja im Vergleich mit den Vorgängeralben jetzt kein ganz so großer Erfolg. Ist das was einen dann zum Nachdenken bringt? Kannst du die Frage nochmal für mich einfacher wiederholen? Oder ich hab's jetzt gehört, weil es zu viel war. Das Album davor war ja kein ganz so großer Erfolg, rein rechnerisch, wie die vorigen Platten. Achso, ja, nur mehr. Hat euch das irgendwie zum Nachdenken gebracht? Mein Schädel. Okay, vielleicht kannst du für ihn noch einmal irgendwie nochmal erklären. Wie die Platte, also weil die letzte nicht funktioniert hat? Oder? Ja, nicht funktioniert, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie war vielleicht, also den Erfolg, den er mit den vorigen Platten gewöhnt hat, hat sich ja bei der letzten Platte nicht ganz so groß eingestellt. Ach so. War immer noch ein Erfolg, aber kein so riesiger. Ja, ja. Ist das was einen zum Nachdenken bringt als Künstler? Absolut. Vielleicht sollten wir auch einfach das Thema wechseln. Also die erste Single, die ich wirklich ganz hervorragend finde, Intro, die Mutigen, da heißt es ja, soweit ich weiß, sind die mit den guten Geschichten immer die Mutigen. Sehr schöner Satz. Was genau bedeutet für euch Mut oder mutig sein? Was bedeutet Mut? Also Mut ist halt, ja, einfach loszumarschieren und ja, was bedeutet Mut? Das ist halt. Naja, wir haben ja einen sehr konkreten Song darüber geschrieben. Frage. Wir haben ganz viele Songs geschrieben, nicht den einen nur. Wir haben natürlich viele Lieder geschrieben. Also viele gute Lieder. So. Es ist halt dann einfach, man macht da so einfach. So, jetzt gleich wirst du dich nochmal sowas von erschrecken, wie du dich in deinem Leben noch nicht erschrocken hast. Entschuldigung, mal ganz ehrlich, ich hab echt schon viele schwierige Interviews in meinem Leben geführt. Wir unterhalten uns schon seit einer Viertelstunde. Ich glaube, ihr müsst echt mal hier erst euer Ding auf die Reihe kriegen. Doch, entschuldige, ihr habt mir echt freigenommen hier für dieses Interview. Und das tut mir schrecklich leid. Ja, tut mir leid. Okay. Also, der ist weg. Der ist nicht weg. Doch, der ist weg. Der ist nicht irgendwann der. Oh Gott. Scheiße, ist gut. Also, dieser junge Mann hat es sehr, sehr gut mit uns gemeint. Und der fand unsere Platte richtig toll. Jetzt findet er uns nicht mehr toll. Jetzt es ist noch niemals in meinem Leben ein Journalist aus unserem Interview gerannt. Ihr habt aber auch eine Scheiße geantwortet. Alter! Wirklich Novi, Mann, du weißt wirklich. Wenn Novi so gewesen wäre, ich hätte den umgebracht. Soll ich euch das Allerbeste erzählen? Der letzte, ne? Der war Beispiel überhaupt nicht, sondern aber das geht einem so oft so. Wirklich? Was? Hallo, ich hab gesagt, ey, lass mal, das kannst du doch nicht bringen. Ich hatte sehr großen Spaß. Ich glaube, du hattest auch seinen Spaß. Du wusstest ja, irgendwann darfst du explodieren. Ey, du hast super gespielt, wirklich. Noch weiterhin viel Erfolg, ne, für das neue Album. Es wird super laut. Leichtes Gepäck heißt es, richtig? Richtig. Wann erscheint's? Es wird jetzt ein schweres Gepäck. Wann erscheint's? Am 27.11.2015. Das hat er nicht vergessen, hier vor laut aufnehmen. 27.11.2015, das neue Album von Silbermond. In diesem Sinne sage ich auch nochmal lieben Dank an dich. Zurück ins Studio.
Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau hey. Ab, bitte. Bleib ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Sag mal, hast du was an Ohren?